Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie herzlich ein, sich mit auf die Reise zu begeben im Sinne des heiligen Ansgar und dabei vielleicht auch ein wenig Ihren eigenen Lebensweg in den Blick zu nehmen. Wir besuchen die Stätten, von denen man noch ahnen kann, dass er da gewesen ist. Von manchen kann man es auch wissen. Und das ist was Wunderbares. Es ist ganz anders, als wenn man irgendwo einen Vortrag über Ansgar hört. Sondern wir sind unterwegs wie Ansgar, mit Ansgar und sprechen über ihn. Wir werden bestimmte Stätten besuchen, wo Ansgar gelebt hat, nämlich das Kloster Corvey, wo er von seiner Heimat aus hinversetzt wurde. Wir fahren zu seinem Geburtsort Corby und das ist auch der Ort, wo er Mönch wurde. Dann werden wir noch einige gotische Kathedralen der ersten Liga besuchen, also Amiens liegt gleich in der Nähe von Corby, Beauvais und Reims. Und zum Abschluss der Tour werden wir noch das benediktinische Leben von heute kennenlernen, und zwar anhand eines ganz besonderen Klosters, nämlich dem Kloster der Heiligen Hildegard in Aibingen. Das ist schon wieder in Deutschland am Rhein. Und dann werden wir noch kurz über Bremen, seinem letzten Wirkungsort, zurückfahren, wieder nach Hamburg. Eigentlich nicht so sehr, weil erstmal hat er auch andere Mitbrüder, die heilig gesprochen worden sind. Zweitens ist nach der Zeit von Ansgar ein anderer Heilige viel mehr bekannt geworden. Das ist Heilige Colette. Und Colette ist bekannt, es gibt auch das Haus von Colette, man spricht von Colette und viel weniger von Ansgar. Aber vielleicht nach der Reise ein bisschen mehr. Ich freue mich besonders, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir sind ein Ansgar-Bistum und Ansgar war sein Leben lang unterwegs. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns auf den Spuren des heiligen Ansgar bewegen, da wo er war, vom Anfang seines Lebens bis zu seinem Ende.